So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem Anfängerkrieger. Naja, so viel Anfänger ist er eigentlich nicht mehr. Wir haben drei legendäre Karten drin. Zum einen der Manipulator natürlich, dann Kane und einen schwarzen Ritter. Die man aber durch zur Not auch durch einfache Karten fast ersetzen könnte. Also Kane ist ja dieser typische verstärkte Erntegolem. Der teure Erntegolem. Der ihn halt eben zu einem wunderschönen 4-10er macht. Aber wir schauen jetzt mal, was bekommen wir als Gegner. Und wir bekommen einen Garrosh gegen Priester. Okay, das heißt, wir bekommen wieder die gesamte Gruppe. Sieg oder Tod? Wahrscheinlich. Sieht eigentlich für den Anfang nicht schlecht aus. Ja, ich denke, wir wollen mal verlassen. Kann man uns am Anfang schon ein bisschen wehren gegen ihn. Und wir bekommen auch noch eine Waffe. Wir können nicht sitzen. Wir schauen mal, was er jetzt spielt. Ist jemand verletzt? Er spielt eine Priesterin. Da ist eigentlich eher gut. Kann man nicht gleich wegnehmen. Beziehungsweise ist auch gegen den kompletten Zauber halt eben schön immun. Außer er verstärkt sie jetzt entsprechend. Aber sie greift mich direkt an und heilt sich. Gut, kann man so machen, muss man nicht. Entschuldigung. So, es geht weiter. Ich bin ein Morgenmuffel. Der gesamte Spaß an kleinen Tierchen bekommen wir jetzt ab, aber ist natürlich praktisch für uns, weil wir können das Ganze nutzen, um lass die Schmerzen sprechen. Ihn hier ein bisschen hoch zum Waffen. Wir überlegen, wir haben viermal jetzt die Chance. Die nehmen wir allerdings jetzt noch schnell raus. Ihm lassen wir noch ein bisschen Schaden machen. Und rein theoretisch können wir jetzt hier die kompletten dreimal das nutzen, um eine Karte zu ziehen. Wenn er nicht anders hat. Spielt ihr gern mit Feuer? Einmal Karte ziehen. Ja. So. Waren gut gemacht, so kann man nicht sagen. Und wir haben einen Dreier und einen Einser. Jetzt bräuchten wir unseren Splitschuss. Bekommen wir allerdings nicht. Aber wir können hier natürlich einziehen zum Karte ziehen. Oder wir nutzen das Ganze, um hier unseren zum Verstärken. Den nehmen wir noch raus. Und ihn benutzen wir noch als Verbot und Waffen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wird jetzt eh aber sein. Nicht in dem anderen seine Karte. Ja. Kommt. Also ein 1-1er. Sich zu heilen. Gut, er macht einen Schaden. Kane ist komplett unbesiegbar für einen Priester, wenn er nichts anderes Schönes auf der Hand hat. Die anderen wären schnelle Angriffe. Verzagt nicht. Deswegen spielen wir Kane. Die Erdenmutter ist nah. Liegt genau in der Grenze zwischen den beiden. Außer er verstärkt ihn jetzt und vernichtet ihn dann. Und er spielt einen azurblauen Drachen. Können wir ihm allerdings hiermit wegnehmen. Deswegen spielen wir jetzt. Für den Kriegshäuptling!
Für die Ehre. Komplett 8 Schaden auf ihn los. So. Lass die Schmerzen sprechen. Einen Akolyten. Ein Kappen zum Ziehen. Und bufft ihn auf 5 hoch. Gut, wir brauchen eine kleine Verstopfung. Ah, jetzt sind natürlich eine Waffe. Gut, ja, perfekt. Eure Magie wird euch nicht retten. Kein Kappenziehen für ihn. Wir legen uns eine Dreierwaffe an. So. Und nehmen ihn raus. So. Mal schauen. Ja, Priester. Er heilt sich auf 15. Und greift unseren Kane an. Und holt Bane. Was läuft das hier denn? Gut, er hat auch noch unsere Waffenschmiedin, hat er auch noch bekommen. Na gut, die macht uns nichts. Wie viel haben wir denn? Wir haben 8, wir haben 11, es reicht uns. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich noch unsere Waffe auch noch ein bisschen verstärken. Oder wir spielen die hier aus. Ja, komm, wir spielen diese Waffe. Die sieht eh schön aus. Ja, ist für sie. Dankeschön, er hat es gerade erkannt. So, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, es ist noch ein... Ja, es ist noch kein Profi-Set, es ist noch ein Anfängerset. Da halt noch recht viele Kappen drin sind, die sehr einfach gestrickt sind. Es kommt halt eben dann auf die Spielweise an, was man halt eben auch für einen Gegner bekommt. Und wie man das Ganze dann halt eben auch ausspielt. Wenn ihr allerdings Verbesserungsvorschläge habt zum Deck, schreibt mir diese bitte in die Kommentare, gebt einen Like, macht irgendwas. Abonniert das Ganze und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.